Herzlich willkommen zurück hier zu Tales of Zestiria auf dem Weg zu Aeson, Etnas Bruder, ja, dem riesigen Drachen. Wie bereits im letzten Part angekündigt, ich mache es jetzt so, ich werde mich mal da auf den Weg begeben und so, und ich sehe ihn dann anhand von Etnas Aussage, ob ich bereits im Stillen darf oder ob es noch irgendwie heißt, nee, es ist zu früh und so weiter und so fort, oder eben das alles hat irgendwie Einfluss auf einen Epilog nachher. Also, Epilog ist immer Epilog, ne, Abspann halt. Weil eigentlich ist halt doch so, dass gegen Aeson, den riesigen Drachen, den wir auch damals gesehen haben, ganz, also relativ zu Beginn des Spiels, wenn wir da halt den bereits jetzt platt machen würden, was halt nach New Game Plus und so weiter möglich wäre, hätte das halt grandiose Auswirkungen auf den Abspann. Und das wollen wir nicht, wir wollen es eigentlich so zocken, wie es eigentlich gezockt werden sollte. Ich sag's echt mal so. Und deswegen, mal gucken, wa? Wenn es halt heißt, von seinen Herr Aethner sind so, nee, gegen Aeson und so, ich will noch nicht so etwas, es wird irgendeine ablehnende Aussage von mir kommen. Dann lassen wir das und machen uns auf den Weg nach Kamlan. Also, nö, ich krieg dich, oh, geht doch nicht. Neben! Versuch's nochmal! Was denn, Trottel, ey? Was, wieso hat er nicht gebracht? Er macht es immer noch nicht. Ich gebe es langsam auf, Leute, ganz ehrlich. Ich will doch bloß eine mystische Art einsetzen. Warum zum Henker geht denn das nicht? Also das Wort zeigen muss echt mal so machen, dass ich da mit Zoe weg, also diesen anderen Charakter steuere. Und dann Zoe sage so die Art einsetzen, also sonst kann das nie. Was echt schade wäre, weil die Art ist die stärkste von Zoe. Gottes Zorn wäre so episch, aber wenn es nicht klappt, was soll ich machen? Dann kann ich nur noch weinen. Also Aeson ist irgendwo hier oben. Ich denke doch, die Gegner mitzunehmen ist noch ganz klug, weil eben auch wegen Erfahrungspunkte. Runenkreis! Runenkreis! Galopp auf Flamme! Au! Keine Galopperflammen. Alter! Was ist das gerade? Level up für den guten Savida! Dem ist sonst ja alles zuwider! So, irgendwann los, wa? Gut, an den Charakter gesteuert, jetzt sage ich er soll eben da sein Ding einsetzen, Gottes Zorn, bitte. Ich sehe nichts. Jo, das war durchaus faszinierend, keine Frage. Da oben klappt es bei mir, also... So gesehen, dass man mal ganz kurz, zeig's mal. Ja, ja, soll dazu das zeigen. An dem hier kann ich es zeigen. Ich mach's im Prinzip so. Draufhauen, draufhauen, drauf. Ne, das war zu früh. Und jetzt, dass er jetzt einsetzen würde, so sah es mir gerade so aus. So, weil es sind ja nach 4er Kombi, oder wäre ein bisschen spät, sogar nach 5 oder 6, so. So, jetzt gehe ich nochmal runter, dann ist meine Kombi fertig. Zack, zack, und dann nochmal runter. Bäm. Jetzt, dass ich jetzt einsetzen würde. Das wäre so die Idee. Wollen wir ganz kurz Layla? Ich glaube, ihre mystische Art hat auch noch nie eingesetzt, war. Oh, 50 Treffer-Kombo. Oh, da braucht es ein bisschen lange. Ja, danke schön. Oh, komm, weißt du was? Wenn du natürlich schon einmal das hier pissen, kannst du auch direkt Ding einsetzen.
Und die Flamme wäre das andere. Wenn jemand doch rot hat, Flamme. Hä? Die machen nicht das, was er will. Naja. Jedenfalls haben sie gesehen, Gottes Zorn. Das ist echt die Aussage dazu, dass wir noch zu schwach sind. Also natürlich das meinen, aber zum anderen auch, dass wir es gar nicht tun sollten. Die Frage ist halt, wo ist er denn? Weil ich sehe da, da oben ist er sein, wa? Gut, da ist sowieso der Speicherpunkt noch. Erstmal dorthin und dann gucken wir mal, was abgeht. Ja, geht natürlich auch so. Gut, nicht nur ist an einem 15. Gerne wollte ich noch einem 16, bevor wir zu einem Boss gehen, aber. Kriegt es, glaube ich, auch noch hin, wa? Mikro, ich glaube, bei dir hatten wir deine mystische Arte schon mal, wa? Endspieler, ob das jemals klappt, ist eine andere Frage. Ich muss ein bisschen anders machen. Ah, doch, klappt ja. Jetzt plötzlich doch. Also echt, doch, erst wenn ich halt runtergehe. Okay, gut, gut zu wissen. Ich meine, ich überlasse natürlich auch Mikro, weil er soll noch seine mystische Art einsetzen. Was macht das für eine andere Frage? Moment mal ganz kurz, geht's überhaupt bei ihm? Doch, dafür nur 5. Ah ne, war nur 4, gut. Aber leider hatte keinen Bock drauf. Da waren wir auch schon mal. Was? So ein Verarsch, den waren wir schon mal. Trotzdem sagt mir prüfen hier? Einmal ganz kurz, kannst du mal aus dem Weg gehen, Rose? Hm? Zahlen hatten wir schon mal. Moment! Fusioniert mal der 2! So. Ich sag immer fusioniert war. Jetzt bitte dann doch mal. Ne, der geht auf Frühlingslinge, sondern natürlich auch Flammenwerk bitte einsetzen und wir gucken, wie das macht. So, wir dazu auf dem Weg. Ja, wir gucken, wie das macht. Mhm. Das war Fail. Könnt ihr es vielleicht mal einsetzen, ne? Einfach mal so, damit ich es auch mal gesehen habe, wie es bei euch aussieht. Nö, das war jetzt zu schnell. Was denn hier ist aber der Speicherpunkt, einfach ein bisschen weiter oben. Er müsste oben gewesen sein, wa? Ja, genau da oben müsste das sein. Gut.
Ich muss fragen, woher kommt der plötzlich? Aber jetzt. Natürlich! Was ist ein Druide? Dann bleibst du langsam mal stehen hier? Unglaublich, hat geklappt. So, wie sieht's aus? Könnt ihr jetzt vielleicht mal bitte eure mystische Art einsetzen? Wäre sehr dankbar dafür. Vielen Dank. Ja, natürlich machen sie es nicht. Wieso kann ich überhaupt so Befehle geben, wenn sie sowieso nicht ausführen? Was? Hat er blockt? So, genau. Und da oben ist ja der gute alte Essen, wa? Wir kennen es ja. So ein Team müsste eigentlich auftauchen. So, jetzt machen wir es so, Leute. Wie gesagt, ich speichere das hier nochmal und dann gucken wir ja, was da gleich passieren wird, wegen Kampf gegen Aizen und so weiter. Aber ich glaube echt, eigentlich dürfen wir den Kampf noch nicht machen. Und noch zwei Troller, gut. Oh nein, Druiden. Mann, kann ich bitte mal einsetzen hier? Alter, gibt's einfach nichts. Wieso greift ihr denn nicht richtig an? Mann, die Ogre plus Druiden sind echt mühsam. Mann, schon wieder, ich block und es bringt einfach nichts. Hm, was macht er mit dem hier? Okay, tut er auch so, wa? Was? Das war auch leicht crazy. Und jetzt klappt's wieder. Das würde auch wieder sagen. Zum Leben ist so ein Angriff. Aber irgendwie, weiß auch nichts. Ein falschen Seraphim dabei? Der ist mal gut, können wir mal aufhören. Ja, natürlich, jetzt wohl mit antiken Nova. Alter, in der Hinsicht sind die also. Ja, doch die NPC, sprich die künstliche Intelligenz, ist hier so dämlich. Auch deswegen war. Da vorne kommt er also. Ja, wie gesagt, ich habe gespeichert, wir werden noch ganz kurz einfach mal angucken, wie es überhaupt aussieht, war Aizen und so, und dann sehen wir es ja. Slay, hier ist
どうしてそれは愛人を殺すってことじゃ。待って。私との約束を。ファリーナ。俺の約束はあいつをぶっ殺すってことなんだわ。そう。見極めたのね。お兄ちゃんを救う方法はヘルダルフと同じだって。そうよね。ドラゴンを元に戻すことなんてできない。だから殺すしかないのよ。エタタ。気にしなくていいよ。 ただの化け物だ。人や天族を何十人も殺して食べた怪物。私のことだって餌としか思ってない。なのにありもしない可能性にすがって逃げることもできなかった。何百年もずっと無駄に縛り付けられて頭では分かってるの。お兄ちゃんってだけど殺さないと。 あれが生きてる限り、私は俺がドラゴンになったら殺してくれ。きっとエドナが苦しむ。それって何よそれ。勝手なことばかり。勝手に民に出て、勝手にドラゴンになって、私がどんなに寂しかったか。兄ちゃん、もう一度。 Arme, arme Edna. Ja, nee Leute, das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, das ist echt das Falsche, was ich hier tun. Deswegen nochmal zu dem zweiten Bildschirm, ist klar, und alten Spielschirm nochmal laden. Ich glaube, dass wir überhaupt keine Chance gegen ihn hätten. Und falls doch halt irgendwie, wo man sagen könnte, ja, du, übrigens, das wäre trotzdem das Richtige gewesen, kann ich ihm noch sagen, okay, Moment mal ganz kurz, Leute, ich habe ja gespeichert und so weiter. Die Zeit stimmt nämlich gar nicht hier. Und dann machen wir es halt nochmal. Also. Hat noch ein anderes Ending, weil ich sage, ja, okay, Leute, jetzt haben wir ganz kurz den Kampf und übrigens, es wird das und das Ende triggern. Kann man auch so machen, wa? Gut, aber genug davon. Hat echt noch Frage, wie zum Henker komme ich jetzt dahin? Die Ruinen zwar, also wir haben gesehen, im Kampf gegen Engel und so weiter, das war ja schon irgendwie, naja, es war ein bösartiges Domain und so weiter, aber ich habe nichts gefunden. Wie zum Henker. Und hier meinte Miklio, es wäre sowieso das Falsche, was ich tue. Also falscher Weg. Übrigens hier irgendwo in der Mitte. Wo jetzt genau? Ja, hier irgendwo müsste ein sehr, sehr starker Humor sein, den wir aber sowieso erst später besiegen können. Weil da glaube ich irgendwie Level 120 so etwas in der Art, also vielleicht auch weniger, aber es soll ungeheuer stark sein und deswegen, ja. Verdammt, das kann es aber nicht sein. Gut, wie bereits erwähnt, das wäre es dann mal gewesen für Sidequests und so. Jetzt geht's ab nach Kamlach. Das ist gemäß der Hauptstory. Hm. Ich schätze echt, dass das halt verschiedene Enden zufolge hätte. Würde ich jetzt echt direkt auf Aizen losgehen, hätte ich auch eine Chance, oder wieder auf einem leicht zurückstellen, wie auch immer. Wenn du halt besiegen, wäre ich tot, und wenn ich es jetzt halt gemäß Hauptstory mache, vielleicht kommt dann auch wieder zum Schluss oder dran, und dann vielleicht stirbt dann ein Heldentod, oder es gibt sonst etwas, was wir tun können. Ich habe da echt keine Ahnung, Leute, aber es... Was ich einfach weiß, ist echt, dass es da halt verschiedene Enden scheinbar gibt, also das sowieso. Nehmen wir nach wegen Aizen, dass es eben eine Entscheidung ist, die halt eine gewisse Tragweite hat. Die kommen hier runter. Warum eigentlich nicht?
Dann da drin weichst und dann geht's ja nicht runter. Verdammte Scheiße, wo mache ich hier einen Fehler? Da kann ich nicht angehen. Wir waren schon mal in diesem verdammten, gerade erst mal kurzem. Und ich finde hier keinen Weg nach Kamlach. So noch einen Weg nach Kamlach. Ja, aber wo denn? Ich habe ja nichts. Dein Rundsaal waren wir auch schon. Was passiert da? Genau nichts. Hatten wir auf einen Kampf mit Engel und das war's dann. Rose, du bist nicht gerade irgendwie eine besondere Hilfe in der Hinsicht. Also, das sieht alles total bösartig aus, ist klar, aber ich habe ja echt sonst nichts. Natürlich, jetzt will ich so finden. Hä? Letzten paar nicht gefunden, jetzt will ich so finden, ich hin, willst du mal verarschen? War der Weg vorher noch nicht da? Was zum Henker? Gut, immer neue. Weil eben das war ja noch vor allem anderen und vor den ganzen Sidequests. Das jetzt das bezüglich. Ja, Falkenham steht da. Bezüglich halt Aeson. Jetzt machen wir den hier. Bezüglich dem ersten Ende, sag ich jetzt mal, wa? Gut, ich betrete es mal. Machen wir jetzt noch. Ach du Scheinkleister. Der Weg scheint zu stimmen, wa? Ich bin am Weg nach Kamlach. Das ist doch die Ruine. Wieso aber das mir erstmal nicht gesehen, dass es runterging? Vor allem ursprünglich waren doch mal ursprünglich schon mal hier. Na, da auch nix. ミューズさん。ダイヤ、治癒の転教術を。しっかりするんだ。 何するつもり？無理しないで。天族の方、私はどうしても希望をつなぎたいのです。この命に変えても。なぜそこまで？いつか前代様が育んだ子らがどうしたそれを助ける者となって。 希望へと導いてくれると信じているから。それが答えなんだ。私の杖を。ありがとう。 ミクリオ、あれで。
仙台様もきっとこの先ですわね。それに魔を照らす坊や。ヘルの野郎もな。気合い入れてこ。あ、行くぞ、みんな。 Alter Schwede, was zum Henker? Das ist ja jetzt Abschluss hier nochmal richtig schön. Puh. Also ganz ehrlich, von einer epischen Stille zur nächsten, der ist einfach nur bekloppt. Gut, glaube ich, dass wir noch etwas Besonderes hätten, weil ich glaube, ich werde dann offscreen nochmal ganz kurz gucken, also mal alles irgendwie. Neu, wieso neu? Nochmal die ganzen Items so wieder zugewiesen habe und also wieder ein bisschen stimmt und so weiter und dann. Wo hat jetzt mit so Kalibonus her? Bringt es aber scheinbar jetzt nicht so wahnsinnig. Muse-Stab. Ja, gut, natürlich Geniestab bringt ein bisschen mehr, aber Alois ist der Stab seiner Mutter, das muss sein. Alter, von Edna zu Mikleo. Ich hätte niemals gedacht, dass es noch so episch wird am Schluss. Und ja. Wie es weitergeht, war mit Simon, Heldalf, Mautilo, über Cyrus noch finden und so weiter und so fort. Das wird sicher noch mega heftig. Geh nach Kamlach, dem Ursprungsdorf. Wir haben noch viel zu tun. Also, ich glaube, es wie echt das überhaupt mal ein Epilog sehen, also ein Abspann. Wird es, glaube ich, doch noch so 5, 6 Folgen sicher noch dauern. Dann, wie gesagt, muss ich mal gucken, wie es aussieht bezüglich Esen und zweiter in anderen Enden, ob die noch direkt bringen. Ob ich irgendwie zuerst sage, nee, zuerst Alicia Story und dann die ganzen Schmelzsiegel und so weiter. Also ich glaube so 10 bis 20 Folgen werden das garantiert auf dem Let's Play. Mal ganz kurz gucken, dass der Falken kam. Ja, kann aber spielen, ja. Gut, in diesem Sinne, nochmal danke fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal hier in dieser epischen Stille auf dem Weg nach Kamlach gegen unsere Feinde. Und wir sind sowieso ziemlich am Arsch. Jo, da ist er halt. Genau, und deswegen mit Endner, Tiegel, jo, passt alles. Level, naja, mehr oder weniger. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen! Yeah!